Das ist jetzt dein Name auf YouTube. Bist du mein Cousin? Ich hoffe nicht. Bist du mein Sugar Daddy? Kommt davon, wie man fragt. Hallo, ich bin's, Kim Lian, und das heute wird das wahrscheinlich privateste Video, das ich je hochgeladen habe. Und das sage ich jetzt nicht so, ja, typisches FAQ-Intro und das wird so privat und was weiß ich, sondern ich bin seit bald 10 Jahren auf YouTube. Hallo, ich bin die Kim. Wow. Und habe bisher noch nie mich in irgendeiner Form zu gewissen Themen geäußert. In letzter Zeit zu einem sehr gewissen Thema. Ja, Leute, wir sitzen alle immer noch eingesperrt zu Hause und gewisse Dinge lassen sich dann nicht vermeiden. Auf dem Vlog-Kanal, wo ich dann doch ein bisschen mehr Alltag zeige. Du kannst, by the way, gerne hier vorbeischauen, ne? Like and subscribe? Nö. Aber ja, ich will jetzt gar nicht ewig labern, Alter. Es geht um einige spannende Themen. The tea is hot. Und nein, das ist nicht, um mir Mut anzutrinken. Oh, so ein Schlückchen würde ich jetzt nicht nein sagen. Ich bin schon ein bisschen nervös, du. Ich habe wieder in meiner Instagram-Story gefragt. Schickt mir mal Gerüchte, Annahmen, Dinge, die ihr gehört habt über mich. Und das erste hier ist schon relativ spicy. Einige wollten offenbar wissen, ob ich bezahlte Kooperationen bereue. Und dazu plane ich auch noch so ein bisschen was mal dazu zu erzählen. Seit ich so ein bisschen meine Fitness-Journey mache auf Instagram, also so in den Stories und bla, kriege ich auch Anfragen von Firmen, die Sportklamotten verkaufen. Was mich natürlich sehr freut. Nichts motiviert so sehr, wie wenn man in den Spiegel schaut und sich richtig knackig und gut fühlt in den Sachen, die man anhat. Ihr glaubt gar nicht, wie viel ich in diesem Bereich vor allem, also auch sonst, aber da ganz speziell, schon abgelehnt habe, weil die Klamotten einfach nicht den Härtetest bestanden haben. Im Moment arbeite ich mit einer meiner absoluten Lieblingsfirmen zusammen. Davor gab es aber mal eine Firma, deren Sachen habe ich eigentlich auf den ersten Blick cool gefunden. Ich habe meine Story gefilmt, weil ich eben auch die Sachen vorher ausgetestet habe und mir so dachte, ja, nice. Und irgendwie war ich auch so ein bisschen selber geinfluenced, weil es eine sehr viel beworbene Marke ist. Und habe mich halt voll special gefühlt, dass die mich anfragen. Als ich die Sachen dann endlich gewaschen hatte nach dem Urlaub und was weiß ich, da war die Coop auch schon beendet, ist mir dann aufgefallen, dass die Fäden schon total ausgeleiert waren. Ein Träger ist dann auch direkt beim nächsten Workout abgerissen. Ich gebe mein Bestes, um immer ehrlich zu sein und freue mich über die Firmen, die mit mir kooperieren, weil das halt hauptsächlich Firmen sind, wo ich selber jederzeit einkaufen würde, wenn die Kooperation beendet wäre, weil ich mich halt einfach in Produkte verlieben will. Man lernt auf jeden Fall nie aus, das ist wie überall anders auch. Aber ja, Griff ins Klo war auf jeden Fall dabei. An dieser Stelle liebe Grüße an Judith. It's true! Ja, ich habe gemodelt. Jetzt bin ich ganz verlegen. I'm a model, und ich kann euch sagen, that is a scary place you don't wanna be at. Merkt euch das, es gibt hässliche Menschen da draußen. Und mit hässlich meine ich nicht das, sondern das. Wir sind heute so poetisch. Fotografen, die sich an einen ranmachen wollen, obwohl man minderjährig ist. Also da muss ich echt sagen, passt auf euch auf, alle, die dieses Ziel haben irgendwann mal. Das ist jetzt nicht die Regel so, aber was sehr wohl die Regel ist, ist, dass einem sehr viel Oberflächlichkeiten an den Kopf geworfen werden. Aber don't get me wrong, ich will jetzt gar niemanden abschrecken oder so. Wenn man gesundes Ego hat und sich oft so denken kann, da rein, da raus, dann ist es eigentlich ein sehr cooler Job, der auch sehr fordernd ist. Und ja, es gibt halt in jedem Business schwarze Schafe, ne? Damn, it feels good to be a gangster. Ich habe auch öfter gelesen, dass ich ein Rich Kid sein soll. Das lese ich lustigerweise seit Jahren und denke mir immer so, wie in Gottes Namen kommst du darauf? Einmal hat mir irgendjemand geschrieben, ich würde mich ausdrücken und sähe aus wie eine Adelige. Küss die Hand, schöne Frau. Und ich over hier mit meinen Gewichten und der Sportmatte im Hintergrund. Laut Definition ist es ein reiches Kind, das in eine reiche Familie geboren wurde, was bei mir definitiv nicht der Fall ist. Dadurch, dass mich meine Mama sehr jung gekriegt hat, hallo Mama, war da jetzt nicht so mit Rich Kid. Mutti hat studiert, während sie gearbeitet hat. Ja, das geht zu sehr ins Detail. Das geht die Leute nichts an, wird meine Mama sagen, nur auf Schwäbisch. In eine ähnlich kühle Richtung gehen Annahmen, dass ich wohl sehr arrogant sein soll. Oh, und egoistisch. Und ich soll auch nicht gerne teilen. Also da kann ich jetzt nicht so ganz widersprechen. Aber nur, wenn es um Snacks geht. Das sind halt einfach diese Einzelkind-Struggles. Und arrogant? Ich bin einfach nur schüchtern und introvertiert. Und manchmal sehr unsicher und dann rede ich nichts und gucke einfach so.
das ist eher Social Anxiety meinerseits und weniger, dass ich die anderen judge oder so. Und das habe ich auch nicht immer. Ob ich vor meinen Videos immer puple, habe ich wirklich öfter gehört. Also ich bin gerade echt am Überlegen, ob ich noch solche Sachen mit euch teilen soll, wie den Nasenhaarrasierer, weil seitdem kriege ich ganz viele solche komischen Fragen. Ich kann euch nicht meine Geheimnisse anvertrauen, wenn ihr sie gegen mich verwendet. Einige meinten auch, dass ich verlobt wäre aufgrund von diesem Ring hier, nehme ich mal an. Aber nein, der hat eine andere Bedeutung. Weiters soll ich ein Streber gewesen sein. Oh, hell no! Und ich muss sagen, folgende Annahme habe ich auch schon gehört. Nämlich in meinen YouTube Analytics, Leute. Über 50% der Leute, die meine Videos anschauen, haben mich nicht abonniert. Und ich appelliere an euch, kommentiert. Genau das gleiche gilt für den Vlog-Kanal. Shameless Self-Promo, weil sonst vergesst ihr das wieder. Und genau so müsst ihr den Abo-Button jetzt smashen. Sehr viele Annahmen gibt es in letzter Zeit auch über meine Größe. Das lese ich auch unter meinen Insta-Fotos teilweise. Und ihr schätzt mich alle größer, als ich bin. Ich bin stolze 1,70. Ich würde sagen, oberer Durchschnitt, oder? Ja, gehen wir Steve doch gleich mal fragen. Steve! Es wird angenommen, dass wir nicht befreundet sind, sondern du nur so tust, weil ich dich bezahle. Das ist eine gute Antwort. Es gab auch die Annahme, dass ich ein neues Projekt plane, wie man immer so schön sagt, als Influencer. Ich halte mich ja immer sehr zurück mit solchen Ankündigungen, weil ich weiß, dass es einen einfach nur wahnsinnig macht, wenn man sowieso nicht gesagt kriegt, worum es geht. Aber ich meine, ihr wolltet es so. Ja, es wird neue Projekte geben und es wird auch neue Klamotten geben. Wer es noch nicht weiß, ich habe hier jetzt meine eigenen kleinen Hoodies und Shirts und Tassen und so weiter. Kimlian.com könnt ihr gerne mal auschecken. Und ja, mit DM ist jetzt zurzeit nichts geplant, aber wäre mega geil. DM hit me up, weil ansonsten werde ich vielleicht mein eigenes Ding machen. Ja? Auch sehr beliebt immer wieder. Unser Wish-Unfall. Ich glaube, dieses Mal verkneife ich mir die Einblendung. Verkneife ich es mir? Viele wollen wissen, ob es immer noch da drin steckt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich hätte halt nie mitgekriegt, dass das auf Klo unten rausgekommen wäre. Aber ich habe, wie gesagt, jetzt auch nicht alles durchsucht da. Also, ich gehe davon aus, dass es... Ja, Freunde, und jetzt kommen wir zu einem Thema, das ich bisher komplett vermieden habe, irgendwo auf Social Media oder YouTube zu teilen. Die, die die Insta-Stories schauen und die Vlogs, die kennen trotzdem die ein oder anderen Leute in meinem Leben. Aber eine ganz spezielle Person habe ich euch vorenthalten, nämlich die Stimme im Hintergrund meiner Videos. Es wird Zeit, dass wir unsere Beziehung nach bald 10 Jahren auf YouTube auf ein neues Level bringen. Also ich schreibe mit einigen von euch auch privat schon seit Jahren immer wieder, kennen teilweise halbe Lebensgeschichten und es wird Zeit, dass ich auch mal hier wieder ein kleines Live-Update gebe. Ich weiß gerade gar nicht, wie ich ihn rufen soll. Soll ich einfach Stimme rufen? So wie Steve, oder? Okay, ich improvisiere einfach. Du! Das ist jetzt dein Name auf YouTube. Tada! Die Stimme. Bist du mein Mitbewohner? Ja. Bist du mein Cousin? Ich hoffe nicht. Bist du mein Fitnesscoach? Selten. Eher nein. Bist du Steffis Bruder? Nein. Bist du mein Sugar Daddy? Wie ihr dirty lacht. Kommt davon, wie man fragt. Wie ihr es jetzt nicht revidiert. Na, wer bin ich denn dann? Mein Freund, Leute. Oh, der ist so schön. Wirklich, ich hätte nicht gedacht, dass der so schön ist. Es ist raus! Oh mein Gott, ich kann es nicht glauben. Und wir haben schon ganz viele kleine Kinder. Ja, da hinten. Schneckenkinder, aber dazu kommt noch ein eigenes Video. Alle, die wissen wollen, wie das da weitergeht, können auf meinem Vlog-Kanal jetzt vorbeischauen. Und dich entlasse ich wieder. Wir sind gefeuert! Und ich muss sagen, gerade wer meine Stories und so auch schaut und meine Vlogs, er kommt halt doch immer wieder vor, ne? Es ist immer wieder die gleiche Stimme und so. Und es ist immer die gleiche tätowierte Schulter. In einem der letzten Videos habe ich auch schon mal einen Hinweis gegeben. Verliebt. Ja. Also ich glaube, es gibt auch einige Füchse da draußen, die sich das Ganze schon denken konnten. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr so vermutet habt. Es wird spannend, wie ich das dann in meinen Stories und Vlogs mache, dass ich mir das so ein bisschen mehr wieder abgewöhne, dass ich immer so rundherum filmen muss. Jetzt ist es ja irgendwie so entspannter, aber ich werde trotzdem nicht jetzt die ganze Zeit permanent euch damit beschallen, weil es gibt einfach Menschen, die gerne auch mehr Privatsphäre haben wollen und das respektiere ich und wir. Ich denke, das kann auch jeder nachvollziehen. Ne? Und schon mal vielen Dank an dieser Stelle fürs Respektieren.
Studium. Thema Ernährung ist offenbar auch sehr interessant. Da gibt es auch sehr viele verschiedenste Annahmen. Die meisten davon haben damit zu tun, dass ich mich eher ungesund ernähren soll. Liegt eventuell an meinen Instagram-Stories, wo ich halt einfach diesen richtig geilen Scheiß sehr gerne zeige. Und das ist jetzt nicht allzu selten. Die Frage ist nur, reicht das auch für ein eigenes Video? Wollt ihr ein Ernährungsvideo? Dann in welcher Form? Ich habe ja früher mal Food Diaries gemacht. Aber der Zug ist seit 6 Jahren schon wieder abgefahren, du. Und viel geändert hat sich eigentlich seitdem auch nicht. Bin gespannt, eure Meinung dazu zu lesen. Du hast dir Fett absaugen lassen. Oh, what? Finde ich eine super Sache, wenn man das irgendwie krankheitsbedingt nutzen kann. Aber ich an mir jetzt, also gesunder, normaler Mensch, ja, eher nicht so die Option, finde ich. Und ich muss sagen, ich bin jetzt auch nicht anti. Ich habe ja selber ein Öhrchen mir anlegen lassen als kleines Kind, weil ich deswegen so gehänselt wurde. Das hier oder das hier. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Gute Arbeit, Doc. Und danke an die Krankenkasse, die hat es nämlich gezahlt. Spare, spare, spare. Weil ich halt wirklich psychisch unter diesem Mobbing wegen dem kleinen Öhrchen gelitten habe. Und auch sehr beliebt die Annahme bzw. Frage, ob ich noch eine weitere Katze adoptieren möchte. Und ich glaube, ich muss euch da so was Kleines verraten. Beziehungsweise guckt selber nach. Es ist ein neuer Vlog online gegangen auf meinem 2. Kanal. Und da waren wir im Tierheim. Kleine Überraschung. Heute nehmen wir eine Katze auch gleich mit. Aufgeregt und freust dich aufs neue Zuhause, hm? Ansonsten lass mir jetzt gerne einen Daumen nach oben da, wenn dich meine Ehrlichkeit unterhalten hat. Hau gerne noch weitere Fragen zu weiteren Themen gerne ebenfalls in die Kommentare. Ich freue mich, die zu beantworten und zu lesen. Ansonsten können wir uns auch gerne auf meinem Instagram-Account, in meinen Insta-Stories sehen, bei meinen Klamotten, in meinem Schmuck-Online-Shop oder ganz einfach im nächsten Video. Bye!